es passiert nichts. Was soll mit Abständen zum Beispiel, wenn jetzt zwei Leute vor mir stehen, da nicht mal einen Meter. Ich denke, das passiert nichts. Wenn diese Virus will ein Mensch haben, dann komm schon zu diesem Mensch. Durchaus gerechtfertigt. Also ich hab nichts dagegen, besser so, als könnte andersrum auch schief gehen. Also. Hier in der Innenstadt ist das in Ordnung, ist es gut. Auch in die Museen finde ich übertrieben. Ich würde gerne ins Museum gehen. Da kann man ja wirklich schön Abstand halten. Und die Ausländer könnte man auch langsam reinlassen über die Grenzen. Die Touristen, die bringen Geld. Das ist verdammt wichtig für alle. Für alle ist das wichtig. Ich glaube, wir sprechen hier von 2 Wochen, von dem absoluten Shutdown bis hin zur Öffnung vom IKEA. Ich glaube, dass das doch etwas zu schnell ging. Und deswegen habe ich auch Bedenken. Ich finde es gut, dass man wieder raus darf. Aber je nachdem, ob die Leute das einhalten, kommt eine zweite Welle. Und das könnte eben dazu führen, dass beispielsweise im August, September dann wieder die Schulen geschlossen werden müssen und dann war sozusagen alles umsonst. Ich finde, dass mehr rüberkommen muss, dass es immer noch wichtig ist, trotz der Maskenpflicht Sicherheitsabstand zu halten. Und obwohl die Maßnahmen gelockert wurden, das Covid-19-Virus noch da ist, es ist noch existent und wir sind noch nicht drüber, wir sind noch nicht über dem Berg. Und ich habe das Gefühl, gerade durch die Lockerung haben wir alle das Gefühl, wir können wieder rausgehen, wir können wieder komplett normal leben, ohne aufeinander zu achten. Grundsätzlich vorher ist, glaube ich, dass die Leute und ich in jedem Fall weiterhin vorsichtig sind, dass wir jetzt nicht zurückgehen von Händewaschen und Hygiene zurück zu dem Punkt, wo wir sagen, bei den Beinen erwischt das Wasser eh. Sondern einfach diesen Hygienestandard weiterhin hochhalten. Aber ich glaube, dass es wieder zum normalen Zustand zurück können, wird es noch eine Zeit lang dauern. Ich bin nie gegen Kurz, was er gemacht hat jetzt oder was er nennt und so. Er ist okay, alles in Ordnung, aber ich finde das nie irgendwie nicht so schön mit diesen Abständen, mit diesem, was er sagt, ganze Zeit waschen Sie Hände, bleiben Sie am Start. Eins kaufen, Wagen Mitte, das ist nur für Stress für die Leute, weil die Warteschlange und die ganze Zeit mit solchen zack, 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 Spritzen und Hände waschen und so, man sollte immer im Leben sauber sein, nicht nur, wenn dieses Virus da ist. Ich fand die Regierungsarbeit wahnsinnig effektiv, nur natürlich, je länger die Krise angedauert hat, desto mehr muss man mitdenken, ist das alles auf demokratischer Basis entschieden worden. Ich bin froh, dass es kritischen Journalismus gibt, kritische Politiker. Wir müssen sehr darauf achten, auch die Zivilgesellschaft und die Journalisten, dass alle Regelungen auch wieder rückgängig gemacht werden, diese Notmaßnahmen, damit die Demokratie erhalten bleibt. Ich bin zum Beispiel gegen eine verpflichtende App, das finde ich sehr antidemokratisch.